didn't even get to cross. Ja, moin Freunde, DirectX ist wieder am Start und mit einer neuen Folge Dreamfall Chapters. Joa, wir sind in Miras Unterschlupf immer noch. Und ja, wir haben in der letzten Folge den Testlauf hier mit Scheißbot absolviert. Kein Witz, der Roboter ist echt Scheißbot, wie ihr sehen könnt. Und ja, ich schau mal eben. Wir müssen zu Lea Ominskas Wahlkampfhauptquartier direkt neben der Synagoge im Sug und uns mit Baroti Mafane treffen. Sagt mir alles nichts, aber boah, werden wir schon herausfinden. Dann suchen wir uns jetzt mal das Wahlkampfhauptquartier und legen los. Ich glaube, ich werde mir mal hier so eine Map organisieren beim Vogel. Ich finde den nach wie vor geil. Die nächste Map ist, glaube ich, da hinten irgendwo. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Aber wir werden schon eine finden und das Wahlkampfbüro dann, denke ich mal, auch. I'm just a guy with guitar. Oh, schade, dass sie nicht ein bisschen schneller laufen kann. So, da sind wir auch schon. Hey, oh, gucken wir mal. Kein Problem. Ich kann dich an jeden Ort in Propast dirigieren. Vor dem ja, verirrt nicht gerade, aber... Ich weiß nicht, was passiert ist, aber jetzt... Aber diese interaktiven Touristenkarten waren mir eine große Hilfe, als ich hier ankam. Sie sind immer eine interaktive Touristenkarte von Propast. Super nützlich. Diese interaktiven Touristenkarten waren mir eine große Hilfe, als ich hier ankam. Sie sind immer noch hilfreich. Ich verirre mich noch immer. Ich muss näher ran, ich denk schon. Ich sehne mich danach, dir zu zeigen, wo es lang geht. So, dann mal ab zum... Das Wahlkampfhauptquartier von Leo Minska befindet sich vor dem Zug von Propast. Wo ist die Synagoge von Wahlkampfhauptquartier. Salam und Schalämchen! Howdy! Die Synagoge von Propast liegt im Souk, der auch als Schuk bekannt ist. Wenn das nicht verwirrend ist, du kannst ist ja gar nicht mal so weit weg hier. Dann gehen wir mal dahin. Da müsste jetzt hier irgendwo gleich links um die Ecke sein. Oh, was gibt's denn hier? Hier ist so ein Bazar oder so. Organe, lecker. Sind die hier auf Eis oder was? Trockeneis? Scheint so. Ja, da gucken wir uns später mal um. Nicht schon wieder. Wann ist das passiert? Hey, Sissi. Gestern Nacht. Die Faschos haben sogar in die Kamera salutiert. Blöde Idioten halten sich für unantastbar. Soll ich dir helfen? Hierbei? Das mache ich schon. Gibt Wichtigeres zu tun für dich. Du solltest dir bei Mira eine ausrangierte Militärdrohne besorgen und denen die Asche rösten. Yippie-yay, den würde ich's zeigen. Hinter diesem niedlichen Gesicht lauert eine Löwin. Schon verlockend, aber dann hätten wir auch noch die vom Ei am Hals. Ach nö, ich putze einfach so lange hinter denen her, bis Konstantins Schläger aufgeben. Ach übrigens, Sissi, hast du das Update gesehen? Mann, 2 Punkte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Unser größter Fortschritt seit Wochen. 2 Punkte. Das ist ein Grund zum Feiern. Die Ominska hat alle Wahlmanager heute Abend nach Warschau eingeladen. Für den Live-Feed. Fährst du hin? Wenn ich rechtzeitig fertig bin, klar. Hab ich jene Party sausen lassen. Wie war's in Triest? Ich glaub, du hast Farbe bekommen. Gut. Die haben da so ein Ding am Himmel. Keine Ahnung, wie das heißt. Es ist groß und gelb und ganz aus Feuer. Und es ist super heiß. Der Wahnsinn. Ich erinnere mich an die Sonne aus Botswana. Die gibt's da auch. Aber sie ist viel größer und viel schöner. Tch, du bist so ein Warmduscher, Baroti. Wer braucht denn die Sonne, wenn er die schwüle, klebrige Hitze von Propast im Juli haben kann? Also, was steht an, Mann? Heute steht eine heikle Sache an. Kennst du Queenie? Queenie? Nein, ich glaube nicht. Warte mal.
Diese Babka auf dem Boot draußen im Backsteinviertel? Genau. Theta Queenie ist praktisch die Chefin des chinesischen Markts. Sie ist die Einzige, die sich traut, Mr. Landen die Stirn zu bieten. Wenn du Queenie kennenlernst, wirst du es verstehen. Jeder im Backsteinviertel respektiert sie. Jeder in Propast. Und deshalb wirst du sie besuchen gehen. Ich? Ich? Baruti, du kannst das so viel besser als ich. Selbst wenn das so wäre, ich kann nicht. Ich treffe mich mit ein paar einheimischen Geschäftsleuten aus dem Schuk. Ich muss hier bleiben. Versichere Queenie unseren Respekt. Lass sie wissen, dass die Partei sie als Freundin schätzt und sehr zufrieden ist, wie sie alles managt. Frag, ob wir etwas für sie tun können. Und? Ich spüre da ein Und. Es gibt immer ein Und. Bitte sie um Unterstützung und Befürwortung unserer Arbeit. Das wird großen Einfluss auf unsere Kampagne in diesem Barrio haben. Das ist alles, ja? Eine der mächtigsten Persönlichkeiten von Propast um einen Gefallen bitten. Das ist alles, Sisi. Kein Ding, oder? Oh, das hier wirst du vielleicht brauchen. Kryptowährung? Wozu? Ich kann bezahlen. Hast du schon mal eingekauft im Backsteinviertel, Sisi? Rückverfolgbare Zahlungsmittel sind dort nicht sehr beliebt. Die haben lieber Plata, Bargeld, kein Kreditkram, keine Banken. Vielleicht springe ich ja doch nicht in den Fluss vor Scham, weil ich mich zum kompletten Affen mache. Makoya! Wenn du zurück bist, sind wir fertig für heute. Ich muss mich auf eine Party vorbereiten. Ja, coole Erkarte auf jeden Fall. Mit seiner Wahlwerbung da drauf. So, wir müssen Theta Queenie treffen. Im Backsteinviertel verteut. Ah, genau, ist auf dem Boot wahrscheinlich. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg dorthin. Hier werde ich mich demnächst auch mal ordentlich umschauen. Du siehst aus, als könntest du eine Wegbeschreibung brauchen, Baby. Na, wenn das nicht mein Lieblings-Cowgirl ist, kann ich dir den Weg irgendwo hinweisen, Schätzchen? Ich tippe mal, dass das eigentlich, eigentlich da ist, wo wir vorhin hergekommen sind, aber bin mir jetzt nicht so sicher. Miras Laden liegt im Backsteinviertel, im früheren Propast Autoservice. Das Wahlkampfhauptquartier von Lea Ominska. Wir kaufen uns im Backsteinviertel mindestens einmal die Woche. Kannst du mich zum chinesischen Markt dirigieren? Du willst im Backsteinviertel einkaufen gehen? Tja, also gut. Sag dem chinesischen Markt Ni Hao von mir. Lass mal wieder von dir hören, ja? Yeehaw! Irgendwie bin ich mir gar nicht so sicher. Backsteinviertel, okay. Wird wohl da sein, wo wir den Scheißbot her haben. Bin mir nicht sicher, aber ich denke schon. Ich meine, da um Boot vor Anker liegen gesehen zu haben. Auch gutes Deutsch. Da lag auf jeden Fall irgendein Boot vor Anker. Ich glaube sogar, das ist das hier vorne. Oder, nee, muss weiter hinten sein. Auf jeden Fall müsste das hier Backsteinviertel sein. So, da ist auch noch ein Boot, genau. Und da müssen wir, glaube ich mal drauf. Ich bin der ballernde Krähen-Cowboy, der aus allen 6 Leuten feuert und... Oder? Scheint noch ein bisschen weiter hinten zu sein, aber wir sind hier auf dem Markt richtig. Ist etwas dabei, was Ihnen gefällt? Ja. Oh, der China-Mann. So, Geschenke und so wollen wir alles nicht. So, die muss ich treffen hier. Theta Queenie. Ich vergesse den Namen immer. Was ist denn mit ihm? Oh, er hat da irgendwie so ein Branding oder so. So ein stylisches. Oh, pardon. Nein. Die reinste Klavade Abzocke. Viel zu teuer. Ich gebe ihn. Ja, ich habe so eine Vorahnung, dass ich mich hier voll durchfragen muss. Sorry. Ja, fange ich mal hier hinten an. Jetzt bin ich schon hier. Na, die antwortet mir nicht. Hier hängen so viele Traumjunkies herum. Ach, die Stadt sollte was unternehmen. Das gehört sich nicht.
Was die machen sollten, ist die... So, mal schauen, wenn ich hier nur alles anquatschen kann. Ja, der Mülleimer wird mir nicht so viel Auskunft geben. Was gibt's denn hier? Holofilm. Rückschlag des Westens. Ein Klassiker des neuen chinesischen... Ich sehe nicht, wie ein chinesischer Fächer die Sommerhitze in Propas abfällt. Ich werde nicht fragen, soll wie sie Zebrasaft herstellen. Das ist ja weniger, ich bin nicht als ganz sicher, was sie verkauft. Bei dem Preis zahle ich drauf. Vielfältige 360. Auswahl an Waren. Und das ist mein letztes Angebot. Und auch dieses Baijiu-Zeug. Ja, da. Bitte unterbrechen Sie mich nicht. Das ist eine heikle Verhandlung. Oho, wichtig. Das ist eine Beleidigung für mich. Ich habe es langsam satt, ihm nur beim Falschen zuzuhören. Wie soll ich denn davon meine Kinder satt kriegen? Würden Sie bitte warten, bis Sie dran sind? Nein. 360. Frechheit. Ich gehe dem richtig auf den Sack hier. Frechheit. Ah, jetzt gibt er auf. Jetzt sagt er nur noch Frechheit. Bisschen Wortkack, der Kollege. Pardon. So. Das beste Essen in Propas bekommt man bei den Straßenhändlern und ihren Imbisswagen. Zweifellos. Skorpion am Spieß. Ohne Gegenstimme. Sind die besten in Propas. Gefriergetrocknete Quallenchips. Vakuumverpackte rote Beete. Kohlensäurehaltiger Tequila. Blutwurstbonbon. Klappe zu. Bedienfeld schließen. Hallo, hi, und was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich gerade auch nicht. Er könnte wichtig sein. Er verkauft eine Menge Zeug. Ich sehe da keinerlei thematische Eingrenzung. Nur... Oh, noch eine Klänge. Zeug. Und diesen chinesischen Schnaps bei Jiu. Einfach mal überall schellen hier. Joa, dann mal die Dame hier anquatschen. Wie alt sein? 14? Nicht, dass ich mich damit auskenne, aber diese Dinge sehen sehr, sehr teuer aus. Eh schon zu spät. Ich mache Ihnen einen guten Preis. Sagen Sie mir einfach, wie viel Sie haben. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Bis bald und auf Wiedersehen. Ja, sieht ein bisschen seltsam aus. So, jetzt hat mich das aber alles nicht weitergebracht. Was mit dem Turm? Jetzt ist der aus, der war ich da vorhin an. Ich habe gefragt, was das für Türme sind und niemand wusste es. Manche sagen, es seien Antigrafeinheiten aus der Zeit vor dem Kollaps. Andere meinen, es seien Lüftungsrohre. Er kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe ihn schon mal irgendwo gesehen. The Eye in the Sky is watching. Also quasi Big Brother is watching you. Was haben wir denn hier? Betreten. Es ist mitten am Tag. Den Ab jetzt scheiß auf die Karriere, den Wahlkampf und meinen Freund. Jetzt ist Partyzeit für Zoe. So gern ich den restlichen Tag damit verbringen würde, mich zu betrinken und auf den Tischen zu tanzen. Warum draußen sein, nein. Wenn sie doch drinnen eine unendliche Auswahl haben. Kenne ich sie? Ich bin mir sicher, wer ist das? Kenne ich ihn? Ich habe ihn schon mal irgendwo gesehen. Jetzt scheiß auf die Karriere, den Wahlkampf und meinen Freund. Jetzt ist Partyzeit für Zoe. Nein. Also ich bin auf jeden Fall hier schon total falsch. Backsteinviertel ist nämlich da hinten. Theta Queenie. Ihr Sampan ist im Backsteinviertel verteut, also muss es ja ein Boot sein. So, so viele Boote sind ja hier nicht. Die sieht aus, ach. Bin nicht blöd, steht da auch drauf. Ja, man sollte auch mal genauer schauen. Hallo. Schauen Sie jederzeit wieder rein. Stellt sich die Frage, wie ich aufs Boot komme. Guten Tag, willkommen bei Queenies Quintessentials. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ich bin auf der Suche nach Queenie. Oh, Madame empfängt zurzeit keinen Besuch.
Ich kann Ihnen Ihre neuesten Kreationen zeigen, wenn Sie mögen. Ich möchte nichts kaufen. Ich muss Queenie sprechen. Könnten Sie sie fragen, ob sie einen Moment Zeit hat? Kommt drauf an. Haben Sie etwas mitgebracht? Mitgebracht? Was denn? Madame Queenie ist in dieser Gemeinde eine angesehene Persönlichkeit. Wer sie sehen will, muss ihr etwas Respekt erweisen. Ein Geschenk, etwas von Wert. Etwas, das beweist, dass sie kommen, um wichtige Dinge zu bereden. Was sollte das sein? Ich bin sicher, Sie finden etwas, das von Ihrem Geschmack und dem Wert zeugt, den Sie einem eventuellen Treffen mit Madame beimessen. Ja, ich hatte doch gerade hier irgendwo ein Geschenk gesehen. So, die will erstmal ein Geschenk haben, damit sie uns empfängt. Alkohol ist da, glaube ich, nicht so cool. Was ist denn hier mit? Chinesische Löwen. Wahrscheinlich aus Mondstaub hergestellt. Ich habe gehört, dass das Zeug Ausschlag verursacht. Irgendetwas entdeckt, das Sie interessiert? Der Mondstaub, nicht die Löwen. Schnaps, Alkohol. Sieht aus, ich probiere einfach mal durch hier. Aber damit kenne ich mich nicht aus. Das ist, wie hieß es nochmal? Bei Jiu? Bei Jiu, chinesischer Schnaps. Ich habe ihn noch nie probiert. Bier ist eher mein Ding. So, hier könnte ich eventuell fündig werden. Über 350. Ich sehe nicht, wie ein chinesischer Fächer die Sommerhitze in Propast abwenden könnte. Auch nicht. Irgendwas Wertvolles. 3,15. Hier gibt's gar nichts für uns. Entschuldigung. Hier auch nicht. Wahrscheinlich direkt hier. Haben Sie eine Minute Zeit? Joa. Großartige Ware. Großartige. Hallo, Gnädigste. Was darf ich Ihnen bringen? Ja, hier gibt's auch nichts für uns. Vielen Dank. Ja, wo hole ich jetzt ein wertvolles Geschenk her? Eine Flasche bei Gio. Ich müsste erstmal wissen, was wertvoll ist. Ah, Geschenke. Wie praktisch. Niemand würde einen kleinen Gegenstand vermissen, oder? Niemand würde einen kleinen Gegenstand vermissen. Es ist eine Sammlung von Geschenken, die sehr teuer sind, glaube ich. Niemand würde einen kleinen Gegenstand vermissen, oder? Ein kleiner Stoß und sie wäre im Fluss. Niemand wüsste, wer es war. Nochmal, Moment, hallo. Was haben Sie ein passendes Geschenk für Queenie? Du willst doch nicht in Most Wanted auftreten. Naja, niemand würde einen kleinen Gegenstand vermissen, oder? Haben Sie schon ein Mitbringsel gefunden? Ach, doch, das würden Sie bestimmt. Haben Sie schon ein Mitbringsel gefunden? Ja, gefunden, ja, aber nicht, dass ich mich damit auskenne, aber diese Dinge sehen. Niemand würde einen kleinen Gegenstand vermissen, oder? Oder? Ach, doch, das würden Sie bestimmt. Wäre aber auch zu einfach. Ja, gibt's hier nicht irgendwie eine Option auf Schwarzmarkt oder so? Über 350 gehe ich auf gar keinen Fall. Unter 360 gehe ich auf keinen Fall. Chinesische Löwen. Ich kann den wahrscheinlich aus Mondstaub hergestellt. Ich habe gehört, dass das Zeug Ausschlag verursacht. Der Mondstaub, nicht die Löwen. Was darf ich Ihnen geben, Lady? Nächster Kunde. Hier hängen so viele Traumjunkies herum. Die Stadt sollte was unternehmen. Das gehört sich nicht. Ja, hier ist tote Hose, aber ich gehe trotzdem mal hier schauen. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Wie komme ich an ein Geschenk? Hier hängen so viele Traumjunkies herum. Die Stadt sollte was unternehmen. Ich habe, glaube ich, einen kleinen Denkfehler gemacht. Aber vorher checke ich noch mal hier. Ich hab Tagesgericht ist heute frittierte kambodschanische Tarantel. Wie wär's mit 13 Stück? Joa, ich nehm 14. 3,50. So, ich muss, glaube ich, mit der da vorne interagieren und der ein bisschen Cash geben. Das versuche ich jetzt direkt erstmal.
ich bin sicher, sie bekommen etwas Besseres als das. Haben Sie schon ein Mitbringsel gefunden? Ist etwas dabei, was Ihnen gefällt? Schauen Sie jederzeit wieder rein! Boah, die Musik macht mich ein bisschen nervös. Muss ich mal so feststellen. Ja. Erstmal Cash geben, dann aussuchen. Bei Gio. Chinesischer Schnaps. Der allerbeste, den man finden kann. Er ist aus den seltenen Samen der Hiobsträne von den Hängen des Himalaya destilliert. Mit gereinigtem Wasser aus den tiefsten Brunnen von Kuming. Und Bio-Reiskörnern aus Fuilin. Klingt teuer. Für Sie nur 20.000 Yuan. 20.000? Joa, die habe ich gerade zufällig hier am Start. Es ist ein Schnäppchen. Sehen Sie mal, das Preisschild sagt 30.000 Yuan. Sie kriegen es ja fast geschenkt. Tja, ich habe keine 20.000 Yuan. Könnten Sie nicht weiter runtergehen? Würde mich Geld kosten, wenn ich das täte. Geht nicht. Halsabschneider hier. Haben Sie es sich anders überlegt? 20.000 ist unglaublich günstig. Aber sowas von. Da entgeht Ihnen ein Schnäppchen. Aber wir haben noch 20.000, oder nicht? Oh, 2.000. Haben Sie es sich anders überlegt? 20.000 ist unglaublich. Das kann ich mir nicht leisten. Da entgeht Ihnen ein Schnäppchen. Da kommen wir irgendwie nicht weiter. Vorsicht! Da mache ich doch mal hier was anderes. Ach, um Himmels Willen. Sie liegen 10 Yuan auseinander. Wissen Sie was? Ich zahle die Differenz. Ziehen Sie es mir ab. Könnten Sie jetzt bitte mal zum Schluss kommen? Was? Eine Frechheit. Wie bitte? Es sind 10 Yuan. Das ist nichts. Oder? Nichts? Nichts? Sie verstehen nichts. Es geht nicht ums Geld. Es geht um Respekt. Scheiße, Puta! Du hast mir das Gesicht genommen und bist drauf rumgetrampelt. Ich habe kein Gesicht mehr. Siehst du da auf dem Boden? Das ist mein Gesicht. Nein, ich werde nicht das Gesicht verlieren wegen so einer Dupa. Ich zahle den vollen Preis. Was war das gleich? 1200 Yuan? Hier, bitteschön, den vollen Preis. So einfach geht das. Sie können ruhig öfter kommen. Das war nicht... Was? Was ist denn passiert? Ihre kleine Show hat mir gerade 800 eingebracht. Gute Arbeit. Vergessen Sie's. Womit kann ich Ihnen dienen? Was immer Sie wollen, ich mache Ihnen einen absoluten Sonderpreis. Die Dame hört sich aber ziemlich männlich an. Haben Sie etwas entdeckt, das Ihnen gefällt? Was immer Sie möchten. Sehr spezieller Preis. Nur heute. Ja. Nehmen wir hier. Ist nicht wie ein chinesischer Fächer, die Sommerhit Katze. Nur Katze? Ich meine, es ist eine Flasche, in der sich ein schwarzes Pulver befindet. Schlangenöl. Wenigstens betreiben Sie einen ehrlichen Schwindel. Haben Sie etwas entdeckt, das Ihnen gefällt? Was immer Sie möchten. Sehr spezieller Preis. Nur heute. Es scheint kompliziert zu werden hier, der Markt. Oh, Garfield. Moment, nein, das ist Garfield. Ein fades Plagiat des ursprünglichen Holo-Films. Garfield. Chinesische Löwen. Wahrscheinlich aus Mondstaub hergestellt. Ich habe gehört, dass das Zeug Ausschlag verursacht. Der Mondstaub, nicht die Löwen. Das ist, wie hieß es nochmal? Bei Jiu? Bei Jiu, chinesischer Schnaps. Ich habe ihn noch nie probiert. Bier. Diese Flasche, bei Jiu. Sie haben einen ausgezeichneten Geschmack. Feinster chinesischer Schnaps. Sehr repräsentatives Geschenk. Destilliert aus Rundkornreis aus Wuchang und seltensten Samen der Hiobsträne aus den grünsten Tälern der inneren Mongolei. Mit gereinigtem Wasser aus einer uralten Oase. Ja, okay, kommt zum Ende. Irgendwie bekannt vor. Wie meinen? Ach, nichts.
Wie viel? Da Sie mir geholfen haben, mache ich Ihnen einen ganz speziellen Preis. Normal kostet er 20.000 Yuan, aber Sie sollen ihn für 5.000 bekommen. Großzügig, aber trotzdem etwas hab ich. Können Sie mir nicht einen spezielleren Preis machen? Was? Sind Sie verrückt? Rundkornreis aus Wuchang, mongolische hier? Schon klar, aber nein, danke. Mein Gott. Was haben wir noch hier, ey? Was gibt's Wertvolles? Hier so ein Fächer. Nicht, wie ein chinesischer Fächer die Sommerhitze in Propast abwenden könnte. Ach, ich bin nicht ganz sicher, was sie verkauft. Eine vielfältige Auswahl an Waren und auch dieses Baijiu-Zeug. Panda gemahlen. Ich werde einfach annehmen, dass das ein Rechtschreibfehler ist und mir was anderes ansehen. So, wir kriegen den Schnaps hier irgendwie nicht günstig. Anscheinend. Was mit ihm hier? Er ist so ein kleiner Gaffer, aber... Es muss doch hier eine Möglichkeit geben, oder? Zumindest ist die oder der schon mal günstiger wie er hier. Und wieso verkauft die Frau da drüben genau den gleichen Schnaps für nur 5.000 Yuan? Was? Diese miese, unehrliche Diebin! Wir hatten uns extra auf einen besonderen Preis geeinigt. Die verkauft eine billige Fälschung. Hergestellt aus miesestem synthetischem Reis und statt mit Wasser mit Importplörre aus dem All. Aber sie soll nicht leiden wegen ihrer Unehrlichkeit und Gaunerei. Ich verkaufe Ihnen diese Flasche für 3.000 Yuan. Von 20.000 auf 3.000? Ein Sonderpreis. Nur für Sie. Nur heute. Ist aber immer noch zu teuer. Das ist mein letztes Angebot. Ich zahle sowieso schon drauf dabei. Ja, ist klar. So, und ich wette, wenn wir jetzt zu dem oder die hier kommen, dann zahlen wir nur noch 2.000. Ich habe eine andere Flasche Schnaps gefunden. Der gleiche wie ihrer, aber billiger. 3.000 Yuan. Was? Unmöglich! Keiner verkauft diesen Schnaps für weniger als 15.000 Yuan. Das muss eine andere Marke sein. Genau die gleiche. Also eine Fälschung. Wir sind im Backsteinviertel. Hier wird überall gefälscht. Natürlich nicht hier. Bei mir ist alles legal. Alles, was Sie auf dem Tisch sehen, ist echt. Sicher. Für mich sah das identisch aus. Und da ich den Unterschied nicht erkenne... Warten Sie, warten Sie. Ich gebe Ihnen die Flasche für... zwei. Ich kann was ein Zufall. Ich sage. Zwei. 2.000 Yuan. Ja, dann dann sollst du auch die 2.000 bekommen hier. Ich hoffe, es macht sie glücklich, dass meine Kinder heute Abend nichts zu essen bekommen. Auf jeden Fall. Das ist schrecklich. Aber damit kann ich leben. Sie sind eine gnadenlose Verhandlungspartnerin. Davor habe ich Respekt. So, Baijiu ist unser. So, dann sind wir zurück am Boot. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Nicht, damit es spannend bleibt, sondern die Folge wird sonst zu lang. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann.